Hallo, mein Name ist Dina Kuschka. Ich bin Oberärztin in der Klinik für Anästhesie an der Kerkhoff-Klinik und ich arbeite dort seit etwa 2,5 Jahren. Und neben meinem Job im OP besetze ich auch den bodengebundenen Rettungsdienst in Bad Nauheim mit und darf seit Anfang dieses Jahres hier auf dem Christoph Mittelhessen in Reichelsheim fliegen. Es ist primär ein Intensivverlegungshubschrauber. Der große Unterschied zum bodengebundenen Rettungsdienst ist, dass hier im Hubschrauber der Platz sehr begrenzt ist. Wir kommen kaum an die Patienten dran, sobald wir einmal in der Luft sind. Das ist allerdings auch ein großer Vorteil. Es trainiert den betreuenden Arzt, dass er möglicherweise auftretende Probleme schon im Voraus erkennt und Gegenmaßnahmen ergreift. Für die Patienten ist der Transport im Hubschrauber sehr schonend. Wir sind deutlich schneller als der bodengebundene Rettungsdienst und können weite Strecken überbrücken. Und Kinder beispielsweise bessern sich sogar häufig auf dem Transport. Sie beruhigen sich durch die Vibrationen des Hubschraubers und kommen dann in einem viel besseren Zustand in der aufnehmenden Klinik an. Aus unserer Klinik fliegen 3 Kolleginnen und Kollegen. Wir alle sind Fachärzte für Anästhesie, haben die Zusatzbezeichnung für Notfallmedizin, die Zusatzbezeichnung spezielle Intensivtherapie. Und eine weitere Voraussetzung für uns ist, dass wir uns regelmäßig im Rettungsdienst weiterbilden. Für mich sind die Tage hier auf dem Christoph Mittelhessen die perfekte Ergänzung zu meinem Portfolio. Ja, die Tage hier sind immer eine große Herausforderung. Es ist sehr spannend. Man weiß häufig nicht, was einen am Einsatzort erwartet. Aber genau das macht eben zum Teil auch den Reiz aus und ich bin sehr froh und dankbar, dass mir die Kerkhoff-Klinik diese Möglichkeit bietet.